Die Lampe, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die hat mich auch fasziniert, weil die hat mich so ein bisschen an ein paar Sachen erinnert, die ich als Kind kennt habe. Meine Großmutter hatte so eine Lampe, das hat sie, wenn ich bei ihr übernachtet habe, am Bett montiert. Und dort hat sie ein Schirm dran gehabt, das hat man verstellen können, das war mit zwei Klammern befestigt. Und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von diesem Ding. Mein Lieblingsprojekt bei dem Goldenen Hasen dieses Jahr ist wahrscheinlich der Bahnhofsplatz in La Chaux-de-Fonds von Front Galina. Weil es auf eine besondere Weise zeigt, wie Architekten öffentliche Räume gestalten können. Ohne ein Gebäude zu bauen, aber indem sie Raum umbauen und dadurch spürbar machen. Mein Lieblingsprojekt ist der Röschi-Bach-Platz. Aus einem einfachen Grund. Erstens wohne ich gerade nebendran. Und zweitens mag ich mich gut erinnern, wo der Benny Weber, der umtriebige Quartierpräsident, eingeladen hat zu dem Mitmachverfahren mit dem Tiefbauamt von Filippo. Und ich dachte, gute Nacht, das passiert ganz sicher nichts. Und er hat es durchgekriegt. Und die Kleider, die auch das Schweizer Firma so in dem Gebiet einsteigt und jetzt extrem am Wachsen ist, ist sehr interessant, dass auch professionelle Sportler wie die Spiri, glaube ich, zum Beispiel mit einer Schuhe rumlaufen, ist schon sehr schön. Auch ich meine, als junger Designer, dass man sieht, dass etwas möglich ist. Oh, ich glaube, dass das Zwicky-Areal ein sehr würdiger und verdienter Sieger ist. Das Landesmuseum, weil es die Jury den Mut bewiesen hat, sehr schöne, poetische, ikonografische Architektur zu zeigen. Die Flusserweiterung und der Park in Murg, Frauenfeld, weil keine Architektur zu sehen ist. Zwicky Süd. Selbstverständlich der Röschi-Bach-Platz. Selbstverständlich der Röschi-Bach-Platz. Lampe. Der Tisch. Parkplatz weg. Zwicky, die Lampe. Also, mein Lieblingsprojekt ist das mit dem Eisbär. Warum? Weil es alles hat. Freude, aber auch irgendwie Angst. Und weil es irgendwie... Die Leute haben mir sehr gut gefallen, wie spontan, dass sie das erzählt haben und wie schwierig, glaube ich, der Prozess war. Ich finde natürlich alle Landschaftsarchitekturprojekte super. Der Park, der so ganz vielfältig nutzbar ist. Und dass Autos aus der Stadt wegkommen, finde ich auch immer genial. Und dass ein Quartierverein sich durchsetzen kann bei der Stadt und mit der zusammen dann einen Platz anders planen, das finde ich auch einfach von der Geste her sehr super genial. Selbstverständlich das, was ich erfunden habe, was ihr vergessen habt zu sagen, dass ich es erfunden habe. Aber es war halt eine unsorgfältige Recherche. Wir haben ja gehört, wie heute das alles schnell muss gehen muss. In dem Journalismus, dass man nicht mehr sorgfältig recherchieren kann. Aber der goldene Hase von der Architektur hat eins zu eins ich erfunden. Das ist der Carlo Kloppart mit dem Tisch. Seine neue Kollektion für uns. Ich bin ein bisschen befangen, Zwicky Süd. Our project, no? What else can I say? Natürlich ist der Maisatisch top. Natürlich der Murgauer Park, weil mein Mann ist der Landschaftsarchitekt dazu. Ach, kann man nicht einmal so wie früher sagen, es sind doch alle wirklich spannend, die wir heute gesehen haben. Und eigentlich hat mich jedes angemacht, um zu besuchen. Schwierig, ich finde wirklich die Auswahl sehr gut dieses Jahr. Und ich glaube, mein Lieblingsprojekt so auf dem ersten Blick ist dieser Bahnhofsplatz in La Chaux-de-Fonds. Die Klamotte, die ist super. Also echt ganz großes Kino. Also mir gefallen einfach die Projekte, die mit Mitwirkung von der Bevölkerung entwickelt worden sind. Also zum Beispiel das Projekt mit den Neubauten, mit der Nähe vom Glattzentrum, Zwicky-Areal. Dort durften viele Leute mitreden. Und am Schluss gibt es etwas, das dann sofort vermietet ist und alle Leute Blaustrahl haben. Das finde ich sehr stark. Ich finde einen von den Park in Frauenfeld. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber den würde ich gerne anschauen. Das sind La Chaux-de-Fonds von der Architektur, ist ein sehr schönes Projekt. Mein Lieblingsprojekt ist eindeutig das Zwicky-Areal. Von Carlo Klappot, der wunderschöne Tisch für Mobimax. Für mich sind die Landschaftsprojekte am eindrücklichsten. Der Erweiterungsbau vom Landesmuseum. Gibt es einen Grund dazu? Ja, ich finde es schon, weil es so in einem Kontext gebaut wurde von einem altehrwürdigen Gebäude. Was auch immer ein grosses Thema ist, wie man das aufbrechen kann oder ob man das aufbrechen soll. Und ich finde, es ist extrem mutig, was ist gemacht wurde. Und ich finde es eigentlich auch schön, in einer Stadt zu sein, die zu so etwas Ja sagt. Das andere natürlich,
Architektur, wenn man so aus einem Unort so etwas eigentlich so ein bisschen ungewöhnliches kann machen, was aber eine extreme Lebensqualität beinhaltet. Das sind natürlich Sachen. Ich glaube, um das geht es. Ich glaube, das ist das, was wir alle begreifen, um das geht es.